Ja, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4, mitten in der Mission. Wir sollen den Typen hier folgen. Zu einer Siedlung. Und sein Zuhause, glaube ich. Und ja. Ist eine Railroad-Mission. Der Typ hier ist ein Synth. Und. Okay. Ja. Gucken wir mal. Hat. Typ, hast das Ding echt wegbewegt. Okay. Wir haben keine Zeit zum Plündern. Wir sind den Typen am Folgen. Und weiß nicht. Ja, beweg dich mal. Er sieht aus, als würde der volle Möhre rennen, ne? Und ich bin im Laufen irgendwie schneller. Wo ich glaube, habe auch irgendwie eine Klamotte jetzt an die Laufgeschwindigkeit erhöht. Speicher mal hier. Wird wahrscheinlich noch voll viel kommen, ne? Hi, Rice. Und da sind wir auch schon. Eine ganz normale Nacht für einen Agenten, was? Gehört alles zum Service. Ich glaube, ich werde dich sogar noch mehr mögen als Glory. Wenn du je Essen, Kugeln oder auch nur ein Nickerchen brauchst, komm mit dem Aufzug hoch nach Tycon. Bist stets willkommen. Aber jetzt muss ich mich erstmal um H2 kümmern. Bis später. Okay, das war schon mit der Mission. Ich dachte, da kommt noch voll viel. Ja, Piper, wo ist Piper? Okay, das sieht aus wie der Trinity Tower hier von innen. Der mit den ganzen... Ist euch ein Terminal gesperrt? Woher weiß ich das? Nur übers Terminal. Woher weiß ich das? Mein Charakter, der ist Hellseher. Der weiß schon immer, wie die Charaktere heißen, mit denen er spricht. Und, ja. Wie irgendwas geöffnet wird, weiß er auch sofort. Dann würde ich mal sagen, du mal den Typen... Besuch abstatten direkt. Hier mal nach oben. Ich guck mal von da oben irgendwas wegsnipen. Das wäre so schön. Hi, auch hier. Hey. Was gibt's denn zu tun? Weißt du, ich weiß noch immer wirklich zu schätzen, dass du kein Idiot bist. Okay. Was wird hier? Schillig. Oh, wir sind ja ganz viele. Ich dachte, er lebt nur da alleine. Okay, der hat ja gesagt, das ist ein Ort für andere als Unterschlupf. Fatman, ja. Don't mind if I do. So, was habe ich denn jetzt schon wieder? 61, ehrlich. Ja, trink einen Schluck Wasser. Immer noch nicht gereicht. Noch einen Schluck Wasser. Jawohl. Da ich natürlich nichts anderes aufsammeln. Ich kann schon wieder Wasser hier aufnehmen. Pff. Na, hier war sicher. Kann ich mir vorstellen. Okay. Auf einer Maulwurfsratte. Okay. Magazin? Nein. Hi. Okay. Entschuldigung. Na, hallo. Na? Auch hier? Kommst du öfter hier hin? Steckst du öfter in diesen Wänden? Cool. Na, wir haben ein bisschen Munition. Da muss ich, wenn ich... Weiß ich nicht.
Part beende, mein Inventar leeren. Nehmen wir einfach mal mit, die wiegen nix. Und haben Wert, also warum nicht? Also was? Ja, ne, ich habe da glaube ich Piper irgendwann mal was gegeben. Wo ist denn die? Boah. Immer wenn ich die gerade benötige, ne? Boah, du willst mich da wohl. Kannst du nicht lange stehen, oder was? Hey, schieß los. Schau dich um. Ich habe glaube ich letztens hier was gefunden. So ein Holoband. Und jetzt habe ich schon. Jetzt habe ich das direkt. Ja, nimm du halt mal. Kannst du halt ausrüsten? Hui! Entschuldigung. Das war wieder eine Sicht. Nimm du mal... Ich habe keine Ahnung. Private Dingens, wie ist er nochmal? Habe ich mir noch nicht angehört. Da habe ich in diesen Fort Strong noch gefunden. Und ja. Das hier, ne? Angeblich hat die Armee heute Morgen mit dem Entladen der ersten M42-Lieferung angefangen. Ich kenne dieses wunderbare Spielzeug bisher nur auf dem. Ich extra in ihren. Nein, noch. In ihren Inventar reingepackt. Als ich gehört habe, dass die Eierköpfe einen Tragwerfer, weil ich, wenn ich mich erinnere, ich dann noch abspielen muss. Und nachdem ich das Gerät jetzt mit eigenen Augen gesehen habe, denke ich, dass es reichen könnte, den Kriegsverlauf zu unseren Gunsten zu wenden. Ich meine, der Blick auf den Gesichtern unserer Feinde, wenn wir mit diesen Dingern über Anchorage abspringen. Die werden ja nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja, so ein Mini-Atombombenwerfer. Bestimmt ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten. Technisches Dokument, das können wir mal heute abgeben. Wird auch aus dem Weg haben. Wir sind ja noch voll die Schätze. Und Munition. Brauche ich alles. Geht einfach irgendwo rein hier. Muss die Übersicht hier schon behalten, ne? Ja, nur damit ich irgendwo sitzen kann, ne? So, jetzt kann man noch tiefer runter, ey. Wie tief kommt man denn noch runter? Ich lohne sich da doch ja. Gleich wieder überladen, ne? Wie tief geht's denn hier noch runter? Ja. Ja. Piper, wo bist du? Brauche ich schon wieder, muss meinen Müll hier schleppen. Kann ich nicht schleppen. Wohl Buff out, das gibt nur 0,1. Ich hätte das alles gern zu seiner Glanzzeit gesehen. Ich habe es zu seiner Glanzzeit gesehen. Ja, Piper, wo bist du? Oha. War doch gerade hier.
Bin ich jetzt ganz unten? Oh nein, boah. Ich dachte jetzt, boah. Egal, da werde ich mich wahrscheinlich auf Screen drin umschauen oder so. Ich muss jetzt zu dem Doktor zurück. Da müssen wir noch bei den Minutemen hier eine Mission abgeben. Ich muss erstmal irgendwas hier liegen lassen. So. Nimm du mal meinen ganzen Schrott. Upsala. Hey. Sag einfach. Du trägst das auch gerne, ne? Bescheid. Ich muss nochmal zurück zu den einen Typen hier. Oder dieser eine Typ hin. Um Fatman zu verkaufen. Wo ist denn jetzt nochmal Dingens hier? Also, wo ist jetzt nochmal der Turm hier? Kann ich dem Fatman verkaufen, weil der nimmt viel zu viel Gewicht in Anspruch. So viel kann auch kein Mensch tragen. So, ein Level Up kriegen wir bestimmt noch in dieser Folge. Einer oder zwei Missionen. Würde ich jetzt mal behaupten. Da kann man, glaube ich, nochmal Rüstmeister hochballern. Meine Rüstungen noch stärker machen. Ja, genau das habe ich vor. Da unten links steht. So. Oh ne, hier drin war das. Hey, finde ich gut, dass du 24 Stunden geöffnet hast. Gammelkala? Du schon wieder. Willst du handeln? Was du denn hier? Na, ich schau's mir an. Ja, ja, immer mit. So, wann ist denn die hier? Die soll mal ein Ding sonst. In Sanctuary. Wo ist er? Ah, noch irgendwas, wenn ich schon dabei bin. So. Verdammt. Bams. War da nichts Besonderes, ne? Gut. Dann gehen wir mal nach Sanctuary. Ah, jetzt kann ich wieder was schleppen. Geben die eine Mission ab. Die wir ja schon erledigt hatten, bevor wir sie überhaupt angenommen haben. Wo wir Supermutanten erledigen mussten und, ja. Für eine Siedlung. Von dem ist schon nichts. Ja, die habe ich schon erledigt. Pff. So, in meinen Abenteuern im Ödland. Nebel. Warum ist hier überall so ein oranges Wetter in letzter Zeit? Lass mich erstmal irgendwo hier pennen. In den Erfahrungsboost. Bin nur eine Stunde am Pennen, ehrlich. Da, wo ist der Typ? Ich nehme ja dann direkt wahrscheinlich wieder eine neue, ne? Was soll ich hier mit einigen Leuten reden? Vielleicht habe ich ja auch schon von denen die Sachen erledigt. Ohne es zu wissen. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Nein, ich will nicht in die Burg. Ich wusste es. Ich habe diese Supermutanten erledigt.
Die Siedler waren sehr erleichtert, dass sie sich jetzt keine Sorgen mehr um sie machen müssen. Oh mein Gott. Supermutanten. Gegen die haben Zivilisten einfach keine Chance. Wie üblich habe ich schon was Neues für dich. Aha. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Ach, sehr geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns... Aber der mir direkt immer was Neues gibt. Aber nett, die fahren schon wieder? Oder sollst aufladen? Na, Rüstmeister auf 3. Zack. Bald können wir schon richtige kranke Lieferung. Machen. Das. Na, Dr. Carrington, mach mal das. Wir werden jetzt einfach hier rund um die Uhr Missionen abgeben und hin und her reisen und mal gucken, was wir alles erledigen können. Ob wir schon was erledigt haben oder nicht. Mal schauen. Vielleicht haben die ja irgendwelche Probleme in Gebieten, die wir schon erledigt haben. So, hier müssen wir, glaube ich, 2 Sachen machen, ne? So oder so mit dem reden wegen irgendeiner Mission, glaube ich. Nee, Dr. Carrington und Amari. Ach, das wären ein und dieselbe Person. Carrington, die Sache mit H222 wurde ja offenbar zur allgemeinen Zufriedenheit erledigt. Aber es gibt noch mehr, was getan werden muss. Seit dem Untergang des Switchboards haben wir den Status aller Unterschlüpfe bis auf 2 ermittelt. Ich möchte, dass du nach Augusta schaust. Mach ich. Genaueres erfährst du am toten Briefkasten. Sei vorsichtig. Es kann sehr gut sein, dass dich etwas Übles erwartet. Okay. Wäre es so schlimm, die Missionsdaten mal vor dem toten Briefkasten zu erhalten? Nur einmal. Ja, warte mal. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist überall. X bedeutet X. Danger, what? Okay. Oh, kann ich mich von hier aus irgendwo hin teleportieren? Ja, ne? Na, das brauchen wir erstmal nicht. Geh mal bei der Privitwin die technischen Dokumente ab. Weil, warum nicht? So, Endspurt für heute, für meine Aufnahmesession. Jetzt wieder 1, 2, 5, 6 Parts aufgenommen. Das ist der 6. Part hier und also irgendwie, ja, mal zu Ende machen hier. Ach, ich habe die schon mit Level 5 erledigt. War nicht so schön, aber ja. Ist schon. Erst meine technischen Dokumente abgeben. Ich habe welche. Gleich kommt er wieder so, das sind keine technischen Dokumente. Sauer. Weil das so geil, wie der hat gesagt hat. Das sind keine technischen. Jetzt wollte er mich umbringen. Soweit kann ich gleich wieder provozieren. Achtung an sämtliches Personal. Beachten Sie, dass die Maulwurfsratten der Gelehrten Naraya keine Haustiere sind, sondern bedeutende militärische Ressourcen. Kaum zu glauben. Daher dürfen Sie von niemandem außer der Gelehrten Naraya und ihren Mitarbeitern. Was tust du hier? Wir hatten Verstoß gegen diese Richtlinie wird disziplinarisch geahndet. Lass mich sehen, was du hast. Gerne doch. Da hast du ja irgendwas richtig Geiles. Wie ein Gatling-Laser. Pff. Und... Ja, boah. Boah, zum Glück ist halt Black Ops-Teil besser. Kommando-Helm, ja. Habe ich jetzt 10. Buff. Ja, damit.
Dann habe ich noch irgendeinen Schrott, ja. Kann ich endlich diesen Arschhelm hier abnehmen? Der voll doof aussieht. Wahrscheinlich sieht der jetzt noch blöder aus, ne? Wo ist er? Sie hat Aktionspunkt Kosten im VATS, ja. Eine Lampe dran. Ich dachte. So, ich habe erstmal mein Bett gesucht für den Erfahrungsboost, aber lassen wir das jetzt. Wahrscheinlich kriege ich gar keine Erfahrungspunkte oder so. Ich nehme das irgendwie einfach so an, ne? Offenbar schulden wir dir unseren Dank dafür, dass du diese Monster bei Fort Strong ausradiert hast. Nun, hast du Dokumente für mich? Oder wolltest du vielleicht einer Forschungs... Ich habe technische Dokumente für dich. Sieht vielversprechend aus. Du hast wirklich Talent dafür. Hier sind die versprochenen Chromkorken. Denk dran, das Kornwerfen ist eine unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Durchsuche jedes Gebäude, das du während deiner Patrouille erkundest, höchst sorgfältig. Du wirst angenehm überrascht sein, was da alles zu finden ist. Ja, ich weiß. Ich bin da draußen am Rumlaufen wie ein Blöder. Und nehme jedes Zeug mit. Ich meine, hier noch alles. War ich noch gar nicht, oder? Und ich dachte, das ist übersehen. Schon wieder klauen. Da war ich ja schon mal. Da komme ich nicht auf. Da. Dann gehen wir noch mal gucken, was die für Probleme haben. Können wir die Mission schon mal annehmen. Vielleicht haben wir ja schon welche erledigt. An dem und dem Ort. Und gucken mal. In der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich mit noch besseren Rüstungen hier durch die Gegend laufen. Es wartet immer schon die nächste. Ich habe ja immer noch die eine Mission, die ich mit dem Paladin Danzi abgeben muss. Ist der überhaupt? Ist der noch hier? Dann habe ich ihn auch nach links geschickt. Verdammt. Sind auch noch Erfahrungspunkte, die ich bekommen kann, hallo? Ah, was hast du für eine Mission? Vielleicht haben wir die ja schon erledigt. Weiß man ja nicht. Das ist ja der Rest, was wir hier in dem Partner machen werden. Ja, da ist eine Kaliber 50. So eine hatte ich in Fallout New Vegas, die war richtig gut. Irgendwie so, weiß ich nicht, Raketenwerfer in Form von Sniper-Kugel. So hat Gefühl. Boah, ich habe gerne diese ANK-Klamotten getragen. Diesen Mantel. Weil der sah richtig gut aus. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Ja, wir kennen uns schon. Klar, sag mir einfach, was los ist. Eine Gruppe wilder Ghule hat sich, wenn noch mehr, dann... Vorlief Fischverarbeitungsanlage. Ich bin dran. Ist zu gut. Ich bin froh, wenn ich... Ja. So, dann zeig mal. Wo? Oh. Hier? Ehrlich? Wie können die eine Gefahr für die sein? Die sind wie viele Kilometer entfernt? Die sind nicht mal annähernd in der Nähe. Boah, ehrlich. Ihr Typ macht mich fertig. Weil sie sind nicht mal annähernd in der Nähe. Ich glaube nicht, dass von denen eine Bedrohung ausgeht. Boah. Die geben mir einfach irgendwie eine Quest für irgendein Gebiet und so, ne, und schicken mich dann einfach dahin.
So ist das, so läuft das hier. Ah, mit was habt ihr Probleme? Die Leute hier arbeiten hart. Mr. Abernathy? Haben die Minutemen dich geschickt? Ja. Na klar, sag mir ein. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Leben. Wir wissen, wo sie sich ver... Keine Sorge. Das hoffe ich. Okay, dann haben wir ein paar Missionen wieder. Nächstes Mal. Na, was willst du noch? Oh, hier war ich noch gar nicht. Verdammt! Da kann mir einer sagen, wie ich die Mission hier abschließen soll. Wenn der Typ nicht mit sich reden lässt. Sprich mit Preston. Sprich mit Jack Cabot. Dann haben wir eigentlich alles für heute erledigt. Und der schon wieder. Ja, dann sind wir fertig für heute, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt nur in den paar Minuten machen soll. Und ja, das heißt dann, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.